Shalom und herzlich willkommen zurück zu Angst. Ja, lange musstet ihr warten, lange habe ich mich gedrückt, ich hatte Angst, das tatsächlich weiterzuspielen. Nein, ich hatte einfach nur tatsächlich keine Lust, weil ich, dieses Spiel ist unglaublich toll, es ist witzig, es ist so unglaublich schlecht geschauspielert, man muss es einfach lieben oder hassen und ich konnte mich lange Zeit nicht dafür entscheiden, ob ich es lieben oder hassen soll. Aber wir mussten lang genug warten und jetzt geht es endlich weiter mit Angst. So, wie gesagt, ich habe es Ewigkeiten nicht gespielt. Ich glaube, mich zu erinnern, dass der Inhalator der guten Frau in den Keller gefallen ist, von der bösen Oma geklaut und ja, wir uns jetzt auf die zweifelhafte Reise begeben müssen, um den Inhalator wiederzuholen. Zurück können wir nicht. Ich kann noch nicht von ihr weg. Ohne ihren Inhalator könnte sie sterben. Den Kühlschrank, haben wir den schon geplündert? Haben wir nicht? Schauen wir mal, was wir hier Schönes finden. Cash, Money, Money. So. Ich hätte gedacht, das haben wir schon gemacht. Mit dem richtigen Werkzeug könnte ich die Flasche sicherlich öffnen. Nehmen wir mal einen Korkenzieher. Plupp. Ich kann nicht warten, bis das Eis schmilzt. Das muss schneller gehen. Dann müsste mal dringend abgetaut werden. Und ein neuer Schalter könnte auch nicht schaden. Gut, den Schalter haben wir nicht. Dann lassen wir ihn einfach mal bei dieser Berstenhitze offen, gucken, was passiert. Kann man mit der Gartenschaufel hier vielleicht das Eis freikratzen? Nee. Können wir leider nicht. Der Plüschhaser des Todes. Und ein Korken. Gut. Denn, da es hier jetzt nichts großartig weiter gibt. Na. Haben wir hier schon alles? Gibt's nichts mehr? Dann begeben wir uns mal in die Höhle des Löwen. Ich habe also ein bisschen Angst vor den gar schrecklichen Erlebnissen, die uns in diesem Keller erwarten könnten. Szenen voll schlecht geschauspielerter Leistung. Wir gehen rein. Wir gehen jetzt rein. So. Das... Gott, ist das dunkel hier unten. Ich kann förmlich spüren, wenn mir die alte Frau hier in irgendeiner Ecke auflauert. Das war eine Maus. Hat sie gerade Eisbein gesagt? Bevor wir in den... Die Glühbirne ist noch ganz. Zum Glück habe ich eine Taschenlampe. Ja. Kontextlos. Denk eine Socke. Was haben wir hier? Das sieht aus wie ein Griff. Was für ein kunstvolles Schloss. Der Turm fehlt. Na, dann wissen wir ja, was wir da suchen müssen. Hatten wir schon. Gibt es ja ein Generator. Der Generator ist leer. Ich muss etwas Benzin auftreiben. Offenbar fehlt ein Teil der Pumpe. So funktioniert die Pumpe nicht. Dieser Schlauch passt überhaupt nicht. Ich müsste ihn irgendwie an diesem Ding befestigen. Was die hier? Nehmen wir Korken, wa? Geht nicht, okay. Können wir den Griff vielleicht... Dass wenn ich Benzin hätte, könnte ich es wohl kaum durch diese winzige Öffnung einfüllen. Ein Trichter wäre sehr nützlich. Da sagst du was. Juti, haben wir ja hängt ein Fahrrad, wo sich der Reifen auf mysteriöse Art und Weise bewegt. Da ist eine Gitarre, ein Koffer, Barker. Keine Reaktion. Vielleicht kein Strom da. You don't say. Gut.
Wollen wir mal gucken, was da uns mit der Axt erwartet. Oh mein Gott. Ah, was ist das für ein Ding? Das sieht aus wie eine Art Roboter. Was für ein baufälliger Keller. Die Axt war aus Pappe. Nur eine Attrappe. Rhyme time. Was haben wir hier? Ich glaube, der Griff passt hier. Als hätte ich sie ahnt. Gut, dann... Hä? Okay. Das einmal zurück. Den zweimal nach hier. Scheinbar nicht, nehmen wir mal den hier hin. Den. Na, hier hin. Auch nicht. Hä? Da steckt doch auch was drin. Na ach. Ich mache jetzt hier einfach mal wahllos random irgendwas anklicken. Guck mal. Plus ist kleiner als das Y. Vielleicht so. Na gut, okay. Plus ist größer als das Y. Das Y ist aber kleiner als das. Ist ja einfach. Das Plus ist zweimal kleiner als das Y. Und das Y ist gleich dem Stern. Und das Plus ist kleiner als das Y. Das Y ist aber zweimal größer als der Stern. Hä? Man musste theoretisch... So. Nee. So. Verrückt. Verrückt, sage ich euch, verrückt. Gut, jetzt haben wir hier ein Ventilrad aus dem Ofen gezaubert. Gucken wir mal, der Roboter. Der Roboter vermisst sein Herz. Wieder Maschinenmensch aus der Geschichte. Ein Klassiker. Gut, dann suchen wir mal das Herz. Da ist der Inhalator. Ich muss ihn herauskriegen, bevor mir die alte Frau in den Nacken springt. Hier haben wir eine Zeichnung. Wir brauchen das Herz, um es einzufügen, um es zu öffnen. Tatsächlich ein Herz? Soll das ein Witz sein? Das habe ich mir auch gerade gedacht. Eine Muffe. Okay. Ohne einen Hebel kann ich den Schraubstock nicht öffnen. Was haben wir hier? Was ist hier eigentlich los? Hat der Motelbesitzer den Verstand verloren und hat angefangen, Blechleute zu bauen? Also ich glaube, dass Mr. Zachary da... Ist das Zachary? So nicht mehr ganz dicht ist. Polizei, die sucht nach dem vermissten Mädchen aus. Die Arme. Seitdem hat sie wahrscheinlich nie wieder jemand gesehen. Was haben wir hier? Vermisste Person. Hinter dem Ventilator steckt doch was. Aber meine Finger will ich nicht riskieren. Gut, dann eben nicht. Was haben wir hier? Ein Haus, ein Baum. Nehmen wir erstmal mit. Ich muss wohl ein neues Ventilrad finden. Mann, gut, dass wir hier eins gefunden haben. Eine Mangel, die könnte ich vielleicht gebrauchen. In der Waschmaschine könnte etwas Nützliches liegen.
Aber bei dem Gedanken, meine Hand in diese Brühe zu stecken, wird mir übel. So geht das. Hier haben wir einen Turm. Und haufenweise Dreckwäsche. Aber viel haben wir hier nicht mehr. Gut, schauen wir mal. Haben wir hier unten noch irgendwo was? Im Regal vielleicht? Nö. Aber wir haben die Muffe, damit wir den Generator hier ein bisschen befestigen können. So. So funktioniert die Pumpe nicht. Ach. Etwas Benzin. Okay. Nehmen wir erstmal den Turm, um das Schloss zu reparieren. Der Strohmann. Wow, ein Schatten. Okay. Hier haben wir einen Radioschlüssel. Radio. Ah. Wir hatten noch oben im Foyer ein Radio. Okay, hier haben wir ein verbeultes Zinnherz. 21. Juli. Liebling, wir müssen alles für Ellas Geburtstag vorbereiten. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass sie diesen Samstag 7 Jahre sein wird. Die Zeit vergeht wirklich wie im Fluge. Der Maschinenmensch ist fertig, aber könntest du ein paar alte Flecken an die Vogelscheuche nähen, damit sie alt und abgenutzt aussieht? Vielleicht sollten wir neue Puppen als Geschenk für den nächsten Geburtstag erwägen. Aber unsere Ella begeistert sich so für den Zauber von Oz, wir möchten sie ja an ihrem Geburtstag nicht enttäuschen. In Liebe, Zachary. So ist es also. Die Geburtstagsfeier hat nie stattgefunden. Aber was ist dann passiert? Das hat bestimmt etwas mit dem Mädchen auf dem Poster zu tun. Guck mal, hier haben wir... Ja, ein Benzinkanister umgeben von haufenweise Stroh. Das ist natürlich sehr intelligent. Was haben wir hier? Vogelscheuchenfigur. Die passt doch sicherlich da rein. Perfekt. Noch irgendwas. Farbe, die wahrscheinlich schon älter als die Zeit ist. Ballons, die auch schon ihre besten Tage hinter sich haben. Die Silhouetten erinnern mich an die Geschichte vom Zauberer von Oz. Das ist der Löwe. Die Silhouetten erinnern mich an Geschichten von dem Zauberer von Oz. Das ist der Maschinenmensch. Ich glaube, das Dach lässt sich abnehmen, doch wie? Naja. Ein Ball. Auf jeden Fall haben wir schon mal das Zinnherz gefunden. So wird das nicht passen. Ich muss es irgendwie gerade biegen. Ich würde lachen, wenn es funktioniert. Tatsache. Okay. So. Uff. Wie, mehr nicht? Ernsthaft, mehr nicht? Okay. Auf jeden Fall haben wir jetzt den Trichter. Und wir haben das Benzin. Let's fire up the shit. Abpumpen. Ich will den Löwen haben und nicht den Dämpfstock. Oh mein Gott. Was, die Augen sind lecker? Na, ich weiß ja nicht. Gut, wir brauchen jetzt noch den Zinnmann. Okay. Ich kann noch nicht von hier weg. Ohne ihren Inhalator könnte sie sterben. Ja, ist ja gut. So. Können wir vielleicht mit dem Gehstock Schraubzwinger? Das passt nicht. Ich brauche etwas Dünneres. This is what she said. Können wir vielleicht hier mit das Ding aufhalten? Ha, perfekt. Da haben wir auch den Zinnmann.
Und mehr nicht. Ganz ehrlich, wenn jetzt in diesem Haus irgendwas Dünnes, Langes ist, um den Schraubstock aufzumachen. Zauberstab. Ernsthaft? Ernsthaft? Ey, Tatsache. Oh mein Gott, das Licht ist ausgegangen. Nee, ich will lieber nicht zu nahe kommen, alte Dame. Haben wir noch irgendwo was? Nö, haben wir nicht. Ein Tuch. Ein Hemd. Mein Gott! Wow. Geblinded by the light. Blinded by the light. Den betrete ich nicht nochmal. Judy. Ja, hier, hier. Komm, mach den Mund auf, sprühst da rein, alles gut. Alles schick, alles schick. Talking to the motel owner doesn't sound like a good idea. But I guess we don't have much choice. Please, be careful. Okay, alles klar. Wir haben hier den Radioschlüssel. Gucken wir mal. Gut. Nochmal. Gut. Uff. Muhahaha, I'm in your base, stealing your batteries. Komm jetzt noch. Okay. Lasst mich kurz überlegen, wofür haben wir nochmal die Batterien gebraucht? To talk to strangers. Let me go. Das klingt ganz nach einem heftigen Streit. Die Frau hat mir vorhin geholfen. Vielleicht bin ich jetzt an der Reihe, ihr zu helfen. Da fehlt ein Komma. Brenda ist in dem Zimmer. Ich sollte ihr etwas Ruhe gönnen. Sie hat eine Menge durchgemacht heute. Ja, das hat sie wohl. Gucken wir, was haben wir hier Schönes. Oh, Money. Money, Money, Money. This is funny. Handtaschen durchsuchen. Ein Rezept für ein Medikament. Sie hat Asthma. Ach. Das ist alles, oder was? Dafür die ganze Aufregung. Was haben wir hier? Hier fehlen zwei Marken. Okay. Dann suchen wir die zwei Marken. Was haben wir hier? Genau. Da komme ich nicht durch. Ich muss einen anderen Weg zum Maisfeld finden. Und zwar schnell. Aber ich habe das Baby doch schon gerettet. Ich will nicht zurück. Gut, gucken wir mal hier. Ah, stimmt. Unser Busfahrer ist ja wieder gesund, oder? Och, Mensch, was ein Zufall. Gut. Klappe zu, Affe tot. Magic! Okay, wo wir gerade von den Marken gesprochen. Wie das war's schon? Okay. Haben wir hier vielleicht irgendwo? Ganz vergessen, das funktioniert hier nicht so wie bei Deponia, wo man mal eben schnell auf die Leertaste drücken kann, um sich alles anzeigen zu lassen. Ach, ist das schön. Hier fehlen einige Haftzwecken. Yep. Yep, yep, yep. Gut, wir haben jetzt schon mal eine Mark. Die können wir ja gleich mal an diesem wundersamen Zelt anbringen. Eine fehlt noch, aber wo kriegen wir die her? Wo kriegen wir die her? An der Stehlampe fehlt der Schalter. Hm.
Von wenn ich mich recht erinnere, spielen wir doch einen weiblichen Charakter. Und hat die denn keine Fingernägel, womit sie das eben mal eben schnell umdrehen könnte? Das ist, verstehe ich nicht. Gut. Zurück. Schauen wir mal, haben wir hier noch irgendwo was? Nope. So, da wollen wir mal schauen, ob wir der jungen Dame, die uns vorhin geholfen hat, vielleicht sogar jetzt selber helfen können. Aber das tun wir dann auch in der nächsten Folge. Ich sage vielen lieben Dank für eure Zeit und fürs Zuschauen und tschüss, bis bald und wir sehen uns in der nächsten Folge von Angst.